Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um Joyboy, eine Sportbierrevolution. Und ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Wir sprechen mit Tristan, dem Geschäftsführer und Gründer von Joyboy, die sich die Wellbeering Company nennt. Also ich bin total gespannt. Und ja, der Tristan ist auf jeden Fall ein Mensch, der jeden Tag Sport machen muss. Sonst kommt er nicht klar, hat er mir gerade gesagt. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Und schön, dass du da bist, Tristan. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, Tabitha. Ja, Mensch, für alle, die Joyboy jetzt noch nicht kennen. Also, wer bist du und was steckt eigentlich hinter dieser lustigen Firma? Ja, Joyboy ist ein Hamburger Startup. Es gibt uns mittlerweile seit über 6 Jahren und wir haben es uns zur Mission gemacht, unser absolutes Lieblingsgetränk, nämlich Bier, für Sportler jeglicher Art, ja, wirklich passend zu machen. Und wir nennen das Ganze Functional Beer, bedeutet, wir reichern alkoholfreies Bier auf natürliche Weise mit funktionalen Inhaltsstoffen wie Proteinen, Vitaminen oder Koffein an. Ja, also ist schon mal gut, dass du Bier magst. Ich bin eigentlich nie so ein Biertrinker gewesen, aber habe tatsächlich jetzt in den letzten Monaten auch mal einiges ausprobiert, um hier mitnehmen und mitreden zu können. Von daher lieben ja viele Läufer auch ein Bier nach dem Sport, aber vielleicht kannst du noch erzählen, wie viel Bier trinkst du denn so in der Woche und was liebst du denn so an Bier? Weil das muss man ja wahrscheinlich, wenn man so eine Firma gründet. Das muss ich von Berufs wegen, aber das habe ich auch schon vorher getan. Das war damals natürlich noch meine Achillesferse, als es Joyboy noch nicht gab. Denn Bier bringt natürlich auch in seiner herkömmlichen Form doch einiges an Kalorien mit sich, auch gerade wenn man es dann mit Alkohol mal trinkt. Aber auch heute ist Bier nach wie vor ein täglicher Bestandteil meines Ernährungskonzeptes. Natürlich im besten Fall alkoholfrei. Du hast es gerade schon gesagt, jeden Tag Sport ist für mich ein Muss. Von daher alkoholfreies Bier generell ist einfach ein super gutes Sportgetränk durch seine isotonische Wirkung. Ist einfach optimal zum Hydrieren nach dem Training. Fördert dementsprechend auch die Regeneration. Und dadurch, dass wir das Bier über ein weltweit neuartiges Verfahren quasi auf ein neues Level heben und mit funktionalen Inhaltsstoffen wie Protein beispielsweise versetzen, kann man dann zum Beispiel auch ein super Post-Workout-Getränk draus machen oder auch ein Getränk, was sich eignet, um nach dem Sport gemeinsam mit den Freunden anzustoßen und zeitgleich auch noch was für seinen Körper zu tun und nicht gegen. Ja, Bier ist ja wirklich so eine Sache, ne? Normalerweise sagt man ja, das ist eher schlecht, weil ich verbinde Bier immer mit Bierbäuchen tatsächlich. Und ja, also was ist denn so toll an Bier? Warum mögen wir das denn so gerne? Also gerade die Deutschen sind ja eigentlich große Bierfreunde. Und wenn man jetzt zum Beispiel Protein reintut, das macht man ja eigentlich immer aufwendig wieder raus, oder nicht? Also ich bin jetzt auch nicht der Experte, aber das ist ja schon eine spannende Sache. Ja, also das hast du tatsächlich wie ein Experte gesagt. Also der klassische Braumeister, der würde dir einen Vogel zeigen bei dem Vorhaben, was wir da uns auf die Fahne geschrieben haben. Und wir haben tatsächlich auch in unserer Historie schon von der einen oder anderen Brauerei die Absagen bekommen, weil die nämlich gerade zum Beispiel Proteine in ihren Bieren überhaupt nicht haben wollen. Das ist eigentlich eher schädigend fürs Produkt. Aber wir haben eben einen ganz besonderen Prozess entwickelt, der mittlerweile auch zweifach patentiert ist, mit dem wir es schaffen, Biere auf natürliche Art und Weise beispielsweise mit veganen Proteinen anzureichern und somit eben noch gesünder zu machen. Bedeutet, alkoholfreies Bier selbst ist von seinem Grundkonstrukt her schon eine sehr gute Basis für gerade Sportgetränke, einfach dadurch, dass es isotonisch wirkt. Das heißt, die Flüssigkeit kann eben vom Körper auch sehr schnell aufgenommen werden und dementsprechend hydriert es dich nach dem Sport besonders gut. Natürlich ist es auch einfach super erfrischend. Heißt, gerade so ein alkoholfreies Weizen, da trinkt man dann gerne nach dem Sport, auch gerade wenn es heiß ist, wenn man geschwitzt ist, mal einen halben Liter und füllt so seine Flüssigkeitsspeicher auch schnell wieder auf. Und wenn dann eben noch funktionale Mehrwerte dazukommen, dann wird es natürlich auch für Leistungssportler umso interessanter. Also ist Bier besser als ein Ruf, würdest du sagen? Oder gilt das nur für Alkoholfreies? Das würde ich definitiv so sagen, ja.
Alkoholfrei ist schon ein Muss. Das muss man leider so sagen. Alle, die es anders denken, die muss ich leider enttäuschen. Deswegen sind unsere Produkte auch wirklich exklusiv alkoholfrei. Aber gegen ein tägliches alkoholfreies Bier oder auch zwei kann man absolut nichts sagen, solange du jetzt nicht in der strengsten Diät überhaupt bist. Aber was sind da denn dann die Unterschiede? Weil, also, es gibt ja wirklich ganz verschiedene Sorten Bier, also egal, auch je nachdem, wo man so hinkommt. Mit hier, was weiß ich, mit Helles und Schwarzes und sonst was. Also, was ist denn überhaupt dann Bier in dem Sinne? Also, was ist dann die Grundlage und was ist für Läufer dann vielleicht besonders gut? Weil es gibt ja so viele Sorten, da streiten sich ja wahrscheinlich auch die Geister, ne? Ob jetzt Hopfen oder Weizen oder das ist ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, du musst uns da mal helfen. Ja, es gibt tatsächlich über 800 verschiedene Bierstile und die schmecken auch sehr, sehr unterschiedlich. Du hast gerade schon Schwarzbier genannt. Es gibt sogar Biere, die schmecken nach Gurke. Also da gibt es die abgefahrensten Geschmacksrichtungen und dementsprechend natürlich auch starke Unterschiede in den Nährwerten. Und das ist letztendlich natürlich auch das, was für einen Sportler dann neben dem Geschmack absolut entscheidend ist. Worauf ich bei Bier achte, ist insbesondere natürlich der Kalorien- und der Zuckergehalt, weil eins eint alle Biere, nämlich dass sie aus verschiedenen Grundzutaten entstehen. Das ist zum einen logischerweise Wasser, dann kommt Malz hinzu, sprich Getreide in irgendeiner Form, meistens ist es Gerste oder Weizen, das eben geröstet wird und dadurch werden verschiedene Enzyme aufgeschlüsselt. Und dann kommt eben noch die Hefe ins Spiel und bei den allermeisten Bieren der Hopfen. Das sind die Grundzutaten, wenn man nach dem deutschen Reinheitsgebot geht. Und bei dem Prinzip würde ich es jetzt auch erstmal belassen. Ansonsten sprengt es völlig den Rahmen. Heißt, wir haben diese vier Grundzutaten. Das macht es relativ einfach. Und auf denen basieren tatsächlich auch unsere Rezepturen. Heißt, wir brauen im ersten Schritt ein Bier nach deutschem Reinheitsgebot. Da kommt dann am Ende quasi ein limonadenähnliches Getränk raus, wo eben die Aromen nicht über Zucker und künstliche Süßungsmittel rauskommen, sondern ganz natürlich, wie seit Hunderten von Jahren, aus der Gerste, aus dem Hopfen und aus dem natürlichen Fermentationsprozess. Und dann kommen bei uns noch spannende Zutaten hinzu, wie zum Beispiel vegane Proteine, Aminosäuren, die die Regeneration nach dem Sport fördern oder jetzt ganz neu zum Beispiel auch ein Produkt für vor dem Training mit Koffein, was dann nochmal die Leistungsfähigkeit steigert. Das ist ziemlich abgefahren. Und natürlich fragt man sich dann, wie kommt man auf die Idee? Ich meine, Bier gibt es ja schon so viele und auch alkoholfreies Bier gibt es schon so viele. Also es ist ja schon dann eine spannende Idee, das Ganze funktional aufzubauen. Vielleicht erzählst du mal, wie ihr überhaupt dazu kamt. Also du hast schon gesagt, du trinkst einfach gerne Bier und willst nicht eine Bierplauze kriegen, sag ich mal. Bist ja sportlich. Was machst du für Sport? Wie habt ihr die Idee entwickelt? Wie war so der Anfang der ganzen Idee? Ja, also die Idee ist entstanden schon 2015, also wir sind eine Weile dabei. Damals waren mein Mitgründer Erik und ich noch im Studium, haben zusammen hier in Hamburg studiert, aber so eine Art duales Studium gemacht, heißt, wir hatten auch einen Arbeitgeber parallel. Der hat uns dann zeitweise auch im Ausland eingesetzt. Erik war in Singapur unterwegs, ich in Malaysia. Und da wir damals schon beste Freunde waren, hat sich das dann eben auch angeboten, dass wir uns häufig am Wochenende getroffen haben. Wir damals auch schon völlig sportverrückt. Da war es dann bei uns eher klassisch der Kraftsport. Heißt, wir haben dann uns immer am Wochenende in Singapur oder sonst wo getroffen, gemeinsam noch trainiert und uns ja so ein Eiweißshake nach dem Training heruntergezwungen, wie man es ja doch im Kraftsport durchaus gewohnt ist. Die haben uns aber wirklich beiden so überhaupt gar nicht geschmeckt. Viel zu übersüßt, klumpig, pappig, gerade dann bei 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit natürlich auch alles andere als erfrischend. Und ja, keine 2 Minuten später haben wir uns dann an der Bar unserem eigentlichen Lieblingsgetränk gewidmet. Und bei eben einem solchen kam uns dann die Idee, hey, das muss auch besser gehen. Kriegt man das nicht irgendwie hin, die Eigenschaften von einem Eiweißshake, die wir so schätzen, zu kombinieren mit den Nährwerten beziehungsweise den Benefits, die dann ein Bier mit sich bringt, nämlich dass es erfrischend ist, dass es natürlich gebraut ist, eben nicht so künstlich süß und in dem Fall natürlich auch alkoholfrei, weil wir es als Sportgetränk machen wollten. Genau, also so ist die Idee entstanden. Haben wir uns natürlich zuallererst gefragt, warum gibt es das noch nicht? Und da sind wir dann auch relativ schnell fündig geworden, nämlich es ist tatsächlich extrem komplex. Wir haben uns aber mit der Idee irgendwie sind wir so warm geworden,
dass wir uns da so richtig reingeklemmt haben und letztendlich über 2,5 Jahre mit der TU Berlin zusammen, das ist eine der weltweit führenden Universitäten im Bereich Getränk- und Brauereitechnologie. Mit denen haben wir dann die Produkte entwickelt und ja, unseren ersten Prototypen dann 2018 endlich am Markt vorgestellt. Das ist ja voll spannend. Also gerade wenn man sowas als Kumpels macht, als beste Freunde, da hat man natürlich auch eine ganz andere Grundlage wahrscheinlich, ne? Habt ihr dann auch ganz viel Bier ausprobiert erstmal, um irgendwie, also so ein Ja, Gefühl zu absolut. kriegen? Man muss ja den Markt kennenlernen. Ne? Also hat immer viel Spaß gemacht. War natürlich auch eine sehr anstrengende Zeit. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber wir sind immer mit viel Spaß dabei. Heißt ja auch nicht umsonst Joybräu. Das haben wir durchaus auch schon immer als Hintergedanken gehabt. Und hattet ihr nie Angst, dass ihr da in so einen Markt kommt, der so ein Haifischbecken ist? Weil Bier ist ja schon etwas Urdeutsches, sage ich mal, wo es auch schon einen großen Markt gibt. Klar, das ist jetzt was ganz Besonderes. Hattet ihr da nicht Schiss, dass das ja schwierig werden könnte, gerade unter den funktionalen Bieren jetzt da was Neues aufzubauen? Ja, absolut. Und auch durchaus berechtigterweise. Also gerade Deutschland ist nach wie vor tatsächlich einer der schwersten Märkte überhaupt für uns. Ist natürlich unser Heimatmarkt, heißt, wir geben auch hier weiter Gas. Aber ich kann schon ganz offen sagen, wir sind ja mittlerweile auch eine international tätige Firma. Das ist in vielen anderen Märkten schon deutlich einfacher. So also der Deutsche und sein Bier und sein Auto, das sind schon ganz spezielle Konstrukte. Wo man sehr vorsichtig sein muss, was man denn mit dem Bier machen darf und das gehört sich doch nicht und nicht nach Reinheitsgebot und was es da alles für Kritiken gibt. Schon alkoholfrei ist für viele Deutsche ja schwierig. Ja. Heißt, wir haben da durchaus auch unsere Hürden gerade im deutschen Markt bekommen, aber man muss auch ganz klar sagen, die Zukunft ist alkoholfrei und die Zukunft ist auch funktional. Jeder Dritte unter 25 trinkt auch in Deutschland mittlerweile gar keinen Alkohol mehr. Das werden auch die Brauereien irgendwann realisieren und der Trend geht ganz klar in Richtung alkoholfrei. Und Funktionalität ist natürlich auch ein Megatrend, der sich weltweit immer weiter etabliert. Es fängt mit veganer Ernährung an und hört mit Proteinpuddings im Milchprodukteregal auf. Alles wird funktional, denn da entsteht letztendlich natürlich auch Wertschöpfung für die Unternehmen. Und auch der Konsument ist einfach gewillt, für gesündere Produkte, die trotzdem den Genuss mit sich bringen, dann auch mehr zu bezahlen. Und wie war das dann mit Höhle der Löwen? Ich glaube, ihr wart auch da, oder? Also das hat ja auch irgendwie einen Einfluss genommen, wahrscheinlich. Ja, auch das haben wir mitgenommen. Wir waren im September letzten Jahres, wurde das Ganze ausgestrahlt. War auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, die ich jetzt so nicht missen möchte. Wir haben letztendlich uns dann beiderseits gegen einen Deal entschieden. Also wir haben in der Show einen Handshake-Deal gemacht, haben dann aber in den Verhandlungen einfach gemerkt, dass es doch nicht so gut passt. Man hat ja letztendlich auch nicht sonderlich viel Zeit, sich da in der Show kennenzulernen. Und ja, deswegen haben wir es am Ende dann doch nicht gemacht, haben uns natürlich trotzdem gefreut, dass die Show ausgestrahlt wurde, haben da auch sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ist natürlich auch ein schöner Marketing-Boost, das will ich überhaupt nicht verneinen. Also es war eine tolle Erfahrung, super viel dadurch auch gelernt und einfach natürlich auch über neue Zielgruppen, weil wir da auch mal an den Massenmarkt rangekommen sind. Nicht nur jetzt an Sportfreaks wie dich und mich, sondern auch mal wirklich Feedback zu bekommen, wie kommt das beim Otto-Normalverbraucher an. Und das hat natürlich viele Aufschlüsse auch gegeben aufs Marktpotenzial und wie wir unsere Produkte noch weiter verbessern können. Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Auch mal so ein ganz knallhartes Feedback und irgendwo weiß man, da gucken ja Millionen von Menschen zu. Das ist ja schon ein anderer Schnack, ne, wenn man dann da steht und da irgendwie seine Idee präsentiert. Also ich stelle mir das auch sehr spannend vor. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also machen natürlich häufiger auch mal so Pitches, auch vor anderen Investoren. Das gehört im Startup-Bereich ja absolut dazu, aber vor dutzenden Kameras ist es dann natürlich doch nochmal eine andere Erfahrung. Ja, wie alt wart ihr, als ihr die Firma gegründet habt? Ah, da müsste ich jetzt nachrechnen. 21 müssten wir gewesen sein, ja. Ja, coole Sache. Und was waren bis jetzt so die schönsten und die schwierigsten Momente für Joybräu und für euch? Also ich glaube, der erste richtig schöne Moment war natürlich, das Produkt in den Händen zu halten, das allererste. Auch wenn der Weg dahin ein absoluter Leidensweg war mit 2,5 Jahren Entwicklung und diversen Rückschlägen, da gab es schon wirklich einige Herausforderungen, einfach viele Leute,
die gesagt haben, hey Jungs, das wird nichts, das klappt nicht. Und auch Leute, die einfach deutlich mehr Know-how hatten damals noch als wir. Ja, wir haben uns da aber zum Glück nicht unterkriegen lassen und dann das erste Mal das Produkt auch wirklich aus einer industriellen größeren Brauanlage zu verkosten. Das war schon eine richtig tolle Sache. Ansonsten war sicherlich auch cool, immer mal wieder, wenn wir ja diverse Awards gewonnen haben, sei es jetzt Bierpreise für unseren Geschmack. Jetzt gerade im September 22 wurden wir ausgezeichnet bei den World Beverage Awards als innovativster Health and Wellness Drink der Welt. Sowas ist natürlich wirklich Wahnsinn mitzuerleben und immer wieder ganz, ganz schön. Und was ich auch total cool finde, ist, wenn man zum Beispiel nach Peking fliegt und in einem Convenience Store plötzlich da eine Joyboy-Dose mit chinesischen Schriftzeichen drauf findet. Das ist auch auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, was ich mir so hätte nicht erträumen können. Du sagtest schon, international läuft es ganz gut. Ist es auch, weil es ein deutsches Bier ist? Weil ich meine, im Ausland, ich habe ja ein paar Jahre in Indien gelebt, das war schon immer was ganz Kostbares, wenn man da ein Bier aus Deutschland den Leuten mitgebracht hat. Absolut. Also das wird gerade in Asien zum Beispiel extrem wertgeschätzt. Ist auch eine unserer Fokusregionen im Export. Wir sind in China aktiv, Japan, Korea. Da kriegen wir auch wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Und klar, da ist das Thema Made in Germany ein Riesenfaktor. Aber mittlerweile sind diese Märkte tatsächlich auch extrem weit entwickelt, was funktionale Ernährung anbelangt. Natürlich nicht in der breiten Masse. Aber dadurch, dass einfach die Bevölkerung auch so groß ist, ist das Marktpotenzial doch enorm. Und gerade in den Ballungszentren, in den urbanen Räumen, bekommen wir da wirklich sehr gutes Feedback auf unsere Produkte. Und macht das denn was mit dem Geschmack? Also, weil es ist ja schon so, dass zum Beispiel wir in Deutschland auch einfach ganz andere Temperaturen haben. Du sagtest schon, wenn man da in Singapur oder Malaysia oder auch in Indien, in Delhi, da bei 50 Grad im Schatten steht, dann freut man sich auf ein kaltes Getränk. Und in Deutschland haben wir ja auch mal andere Temperaturen. Wie sind denn da so die Geschmacksrichtungen? Und vielleicht kannst du auch mal erzählen, was es jetzt für Sorten gibt, weil die meisten unserer Hörer haben wahrscheinlich Joyboy noch nie probiert. Ja, also es ist tatsächlich so, dass gerade auch im Ausland die Geschmäcker natürlich komplett verschieden sind. Wir versuchen uns ein Stück weit schon natürlich treu zu bleiben und unsere Standardgeschmäcker, gerade die, die hier in Deutschland auch gut funktionieren, natürlich auch zu internationalisieren. Aber wir haben auch in gewissen Märkten, zum Beispiel für den Mittleren Osten, ja, eine komplett eigene Produktrange entwickelt, die einfach geschmacklich auf das abgestimmt ist, was im lokalen Markt besser funktioniert. Wir haben mittlerweile einen Braumeister auch bei uns im Team, der nichts anderes macht, als Produkte zu entwickeln. Und da haben wir für den Mittleren Osten zum Beispiel ja deutlich süßere Geschmacksrichtungen entwickeln. Die trinken zum Beispiel auch ganz regulär Erdbeerbier, Kiwi-Bier, so ganz wilde Geschmacksrichtungen, die hier in Deutschland überhaupt nicht funktionieren würden und die auch deutlich süßer sind. Also das geht eher in so wirklich klebrige Limonadenrichtung. Aber lokal wird es total abgefeiert und da muss man sich dann natürlich auch ein Stück weit drauf einlassen, wenn man lokal Erfolg haben will. Heißt, da haben wir auch schon das ein oder andere verrückte Produkt im Portfolio, was es aber hier in Deutschland nicht gibt. In Deutschland konzentrieren wir uns auf fünf Kernprodukte. Das ist zum einen ein Vitaminbier, das ja, schmeckt ganz klassisch herb, ähnlich wie ein Pilz. Damit haben wir zum Beispiel auch viele Bierpreise gewonnen. Das ist reich an Vitamin C, B9, B12, dementsprechend auch gut für Veganer und natürlich ganz klassisch isotonisch. Heißt, das wird auch viel im Ausdauersport verwendet. Dann haben wir ein Proteinbier Light, nennen wir das, mit 7 Gramm Eiweiß, also ungefähr so viel wie ein Ei. Das ist auch kalorien- und zuckerarm. Das ist tatsächlich ein Produkt, was bei unserer weiblichen Kundschaft extrem gut ankommt. Da sind 2 Drittel der Konsumentinnen weiblich. Und dann haben wir noch ja, 2 Produkte mit höherem Proteingehalt. Eins trinke ich jetzt hier gerade, das ist unser Proteinbier Grapefruit mit ganzen 21 Gramm Eiweiß. Das kann dann wirklich schon so einen klassischen Proteinshake ersetzen. Das ist ungefähr so viel wie 100 Gramm Hähnchen. Schmeckt ganz klassisch ja, wie so ein Grapefruit-Biermischgetränk. Worauf wir aber bei unseren Biermischgetränken extrem viel Wert legen, ist, dass halt nicht wie bei einem Radler beispielsweise mit Limonade gemischt wird, sondern da kommt wirklich nur natürlicher Rum hinzu, sprich kein zugesetzter Zucker, keine Süßungsmittel etc. Selbiges gilt auch für unser Radler, heißt, wir haben auch eine Zitronenvariante mit 15 Gramm Eiweiß, auch das so als klassisches Post-Workout-Getränk gedacht.
Und jetzt ganz neu dazugekommen diesen Sommer ist unser Natural Energy Beer. Das hat ja, natürliches Koffein als Hauptwirkstoff, aber auch verschiedene essentielle Aminosäuren und Vitamine, um eben ja, gesundheitsbewussten Menschen eine natürliche Alternative, die aber auch erfrischend ist, zu Kaffee oder Eiweiß Energy Drinks zu geben. Und genau, mit dem Produkt sind wir jetzt seit wenigen Monaten am Start. Das heißt, die Leute gehen jetzt morgens nicht an die Kaffeemaschine, sondern holen sich ein Bier aus dem Kühlschrank, oder wie? Durchaus, ja. Wird auch in vielen Büros tatsächlich ganz gut angenommen. Also es kann durchaus zum Zeitgeist werden, in jeder Tagessituation nochmal so ein Bierchen zu trinken. Aber sag mal ganz ehrlich, trinkt man dann nicht viel zu viel Bier? Also ich kenne das noch damals. Ich war tatsächlich mal Cola Light abhängig. Schande auf mein Haupt, aber es war so. Ich habe dann auch wahnsinnig viel davon getrunken, weil ich ja wusste, ist ja kein Zucker drin, also kann ich da Massen von trinken. Das ist natürlich jetzt nicht der gleiche, ist natürlich ein bisschen schlechter Vergleich, aber trotzdem ist es ja so, dass man dazu neigt, dann wesentlich mehr von was zu trinken, wenn man ja weiß, es ist kein Alkohol drin oder. Aber es ist ja trotzdem eine kleine Mahlzeit, wenn man sich das mal genau anguckt, oder? Es hat natürlich mehr Kalorien als Wasser, das ist klar. Heißt, von nichts anderem mehr ernähren sollte man sich wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das halt eben deutlich gesünder ist, einfach dadurch, dass die Produkte komplett natürlich sind. Heißt, das krasse gesundheitliche Risiko sehe ich da jetzt überhaupt nicht. Wir haben viele Kunden, die auch 3, 4 Dosen am Tag trinken, dann natürlich auch gerne über die verschiedenen Produkte, je nach Konsumanlass verteilt und das mittlerweile auch über Jahre. Also da haben wir durchaus schon anekdotische Langzeitstudien und denen geht es allen gut. Und es sind ja letztendlich auch nur natürliche Inhaltsstoffe drin, die du sonst auch über andere Lebensmittel zu dir nehmen würdest. Also solange du auf deine Kalorienbilanz achtest und nicht so tust, als hätten die Produkte keine Kalorien, dann ist das auch problemlos möglich. Was ist denn für dich dann eine ganzheitliche und gesunde Ernährung? Weil es scheint ja durchaus schon wichtig zu sein für dich jetzt als sportlicher Mensch, aber auch als Gründer, weil du immer wieder sagst, es ist wichtig, dass es natürlich ist und es ist wichtig, dass es in die Balance passt, dass es nicht irgendwie zu viel und zu wenig und so weiter. Also was ist für dich eine gesunde Ernährung? Ja. Also für mich ist gesunde Ernährung, also für mich jetzt ganz persönlich, extrem wichtig, dass ich durch meine Ernährung meine Leistung konstant halte, beziehungsweise bestenfalls noch steigere. Als Unternehmer habe ich natürlich da auch ein ja, enormes Anforderungspensum mit 12 Stunden Arbeit plus dann natürlich noch täglich Sport, gerne auch mehrfach. Heißt, da kommen auch durchaus ein paar Kalorien zusammen, die ich verbrenne am Tag. Und ich will natürlich auch zu jeder Zeit frisch im Kopf sein und leistungsfähig. Dementsprechend achte ich stark auf meine Ernährung. Und für mich heißt das primär tatsächlich ausgeglichen und mich möglichst natürlich zu ernähren. Heißt, eine gesunde Balance aus den Makronährstoffen zu finden. Tendenziell würde ich schon behaupten, dass ich mich recht proteinreich ernähre. Natürlich auch ein Stück weit von Berufswegen, wenn man das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier an den Markt bringt, gehört das durchaus dazu. Aber ich betreibe auch sehr gerne Kraftsport. Auch für den Kampfsport ist es absolut wichtig, natürlich entsprechend Muskulatur mit sich zu bringen. Und ja, dementsprechend setze ich da auf proteinreiche Nahrung. Guter Mix, glaube ich, aus fleischhaltigen und auch pflanzlichen Alternativen, wie zum Beispiel Joyboy, was ja komplett vegan ist. Und ansonsten versuche ich einfach auf prozessierte Lebensmittel zu verzichten, sprich eigentlich alles selbst zu kochen. Das ist so eine meiner Leidenschaften, neben der Arbeit und dem Sport, das Kochen. Und genau das sind alles eigentlich meine Ernährungsphilosophie. Wie machst du das mit dem Sport? Hast du dann irgendwie im Büro einen Boxsack hängen oder wie schaffst du das noch zu trainieren? Weil das ist für viele, die ein Startup gründen, ja auch doch durchaus eine schwierige Herausforderung, dann noch fit zu bleiben, ne? Ja, absolut. Also mein Geheimrezept ist eigentlich Aufstehen, Sport und das ist absolut unverhandelbar. Egal um welche Uhrzeit ich welchen Termin habe oder einen Flug um 5 Uhr morgens kriegen muss, vorher wird trainiert. Und solange ich mich an dieses Prinzip halte, funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist mir sehr wichtig. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch noch einen Hund und der hält mich auch sehr fit. Das schlingt ein. Was ist denn eigentlich dann eure Vision? Also ihr erobert ja quasi gerade Asien. Es hört sich stark danach an. Ihr wollt wahrscheinlich auch in Europa noch ein bisschen wachsen. Was ist denn euer Ziel? Habt ihr da ein ganz konkretes?
Ja, absolut. Also an erster Stelle steht für uns wirklich diese neue Produktkategorie, die wir funktionales Bier nennen, dass wir die auch ja, national und international wirklich in der Handelslandschaft etablieren. Bedeutet, unser großer Traum ist, wenn wir auf der ganzen Welt durch Supermärkte laufen, dass es dann nicht nur ein Regal gibt für alkoholfreies Bier und normales Bier und Energy Drinks, sondern auch eine Sektion funktionales Bier, wo es dann bestenfalls tatsächlich nicht nur unsere Produkte gibt, sondern auch verschiedene andere Anbieter, weil die Produktkategorie einfach gut funktioniert und dass wir es darüber schaffen, eben auch funktionale Ernährung für ja, Konsumenten, die jetzt nicht unbedingt komplett Ernährungsfreaks sind, zugänglich zu machen, weil Bier ist ein Produkt, das vereint Menschen. Das ist eins der ja, geliebtesten Getränke weltweit und das aus gutem Grund. Es schmeckt einfach. Und wenn wir es schaffen, das gesünder zu gestalten, dann können wir, glaube ich, auch unseren Teil dazu leisten, dass ja, die Menschen generell gesünder leben. Und das ist dann eben nicht nur sportliche Leistungsfähigkeit, sondern wir nennen das Wellbeing, sprich Wohlbefinden kombiniert mit Biergenuss. Und ja, das ist definitiv unsere Mission, dass wir schaffen, das soweit es geht, weltweit auch an die Konsumenten zu bringen. So, wenn man jetzt wie ich eigentlich nie so ein Biertrinker war, eben weil man Angst vor den Kalorien hatte und nicht irgendwie, was würdest du sagen, womit sollte man denn mal anfangen? Oder vielleicht kannst du noch mal, du hast ja vorhin schon gesagt, was es für Vorteile hat, aber wie überzeugst du einen Sportler, der bisher dem Bier aus dem Weg geht, doch jetzt mal ein Joyboy zu trinken? Ich würde behaupten, das ist tatsächlich relativ einfach, wenn du darauf achtest, wie du dich ernährst, was du zu dir nimmst. Da haben wir eigentlich für jede Ernährungsform ein Produkt in der Pipeline. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich ernähre mich proteinreich, ich möchte vielleicht Muskeln aufbauen, dann kann ich dir unser Proteinbier Grapefruit ans Herz legen. Das hat auf 21 Gramm Eiweiß die Dose nur knapp 130 Kalorien. Wenn du dir einen Eiweißshake machst mit 25 Gramm Eiweiß, der kommt da auch an die 100 Kalorien. Bedeutet, da ist der Unterschied gar nicht so groß und du hast einfach diesen erfrischenden Charakter noch dabei. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerade auf meine Linie achten, dann haben wir ein Produkt mit unter 60 Kalorien pro Dose, wovon auch der allergrößte Teil auf gesunde Proteine fällt. Heißt, auch da haben wir eine Lösung. Und von daher glaube ich, dass es da durchaus saubere Argumente gibt, wie jeder eigentlich Joyboy auch in seinen Ernährungsalltag integrieren kann, wenn man denn Bier oder zumindest Biermischgetränke gerne mag. Das sollte schon Grundvoraussetzung sein. Ich kann mich ja jetzt auch mal outen. Ich habe ja Joyboy getestet, um auch mal mir ein Bild zu machen. Und ich bin wirklich kein Biertrinker. Und ich finde diese Proteinbiere dermaßen lecker. Also gerade das Grapefruit und auch das Zitrone. Das hat ja 15 Gramm, glaube ich, ne? Ja, genau. Also die beiden finde ich richtig gut. Also ich passe dann quasi schon, du sagtest ja, die kommen bei Frauen gut an. Aber auch hier in meinem Läuferumkreis habe ich das mal einigen gegeben. Also von daher, also mich habt da schon mal überzeugt. Das freut mich natürlich zu hören. Vielen Dank fürs Feedback. Nee, echt, finde ich total lecker. Also ich habe wirklich vorher auch nicht so einen Zugang gehabt dazu. Aber viele Leute, gerade beim Fußball, also ich komme ja ursprünglich vom Fußball, da trinkt man ja eh Bier nach dem Training oder Läufer trinken auch gerne ein Bier nach dem Wettkampf oder auch so. Es ist ja wirklich eine gesellige Sache und wenn man dann kein schlechtes Gewissen hat, ist es natürlich super. Wie ist es denn mit Sportlern? Also habt ihr auch schon einige Läufer oder Triathleten oder Kampfsportler, die jetzt Joyboy regelmäßig trinken? Ich glaube, die Anna Hahn hat mir letztens auch erzählt, dass sie eure Biere jetzt trinkt. Ja, absolut. Ja, also die Hana Twins sind voll dabei. Die sind große Fans mittlerweile geworden. Auch Henrik Pfeiffer zum Beispiel konnten wir für uns gewinnen, jetzt hier aus dem Läuferkosmos. Ansonsten sind wir natürlich auch stark aktiv im ganzen Fitnessbereich mit unseren Proteinvarianten, schwerpunktmäßig. Da haben wir zum Beispiel die Lisa Ebler am Start, ist die stärkste Frau Deutschlands, hat schon mehrfach hier die CrossFit Games gewonnen in Deutschland. Und ansonsten bauen wir da auch unser Brand Ambassador Team jetzt sukzessive weiter auf, um eben auch zu zeigen, dass unsere Produkte auch im Leistungssport durchaus geeignet sind. Zuletzt ist jetzt auch der Olympiastützpunkt hier Hamburg-Schleswig-Holstein hinzugekommen. Bedeutet auch, die führen jetzt wirklich ak aktiv ihre Olympioniken an unsere Produkte ran, dass die gemeinsam nach dem Sport
als Vorbereitung für Paris 24 dann auch jederzeit das richtige Joyboard zum Anstoßen dabei haben. Ich bin echt gespannt, was man von euch noch hört und wie sich das entwickelt. Bis jetzt kriegt man Joyboy aber nur online in Deutschland, oder? Es ist nach wie vor am einfachsten online. Wir sind auch in vielen Sportstätten aktiv, bedeutendes vom Fitnessstudio über Tennisclubs bis hin zu Fußballvereinsheim ist eigentlich alles dabei. Aber der einfachste Weg ist sicherlich einfach mal im Online-Shop vorbeizuschauen. Probiert es mal aus, Joyboy. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal begeistert bin vom Bier. Und ich schätze mal, alle, die gerne Bier trinken, werden jetzt eh neugierig sein auf das Bier. Und ja, also ich wünsche euch wirklich ganz viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt und dass du das weiter schaffst, ja, neben Beruf auch Sport zu machen. Und vielleicht zum Abschluss noch, gibt es noch eine Sorte Bier, die ihr unbedingt noch entwickeln wollt? Also habt ihr für das nächste Jahr noch irgendwas ganz Spannendes in der Pipeline? Ja, also die Möglichkeiten sind grenzenlos. Mit unserer Technologie kann man tatsächlich so gut wie jede Funktionalität in das Bier einbringen. Und wir haben tatsächlich eine Produktpipeline von 6 bis 8 Produkten, die quasi schon fertig sind. Wir haben uns tatsächlich noch nicht ganz entschieden, was jetzt im nächsten Jahr live gehen soll. Bedeutet, es bleibt spannend, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf weitere Innovationen aus dem Hause Joyboy freuen. Und wo finden wir mehr Infos zu euch? Also für alle, die jetzt mehr wissen wollen. Am einfachsten ist es tatsächlich über unsere Website www.joyboy.de. Da kann man sich einfach mal durchklicken. Ansonsten sind wir da natürlich auch jederzeit erreichbar über Telefon, WhatsApp und E-Mail. Und natürlich auch über Social könnt ihr uns finden auf TikTok und Instagram oder auch auf LinkedIn. Also ganz viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für die Einblicke. Ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für alle, die es jetzt ausprobieren wollen, wir haben jetzt auf Runtimes eine Aktion, da könnt ihr euch einen Gutschein abholen. Also am besten mal nachschauen. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.